Wir sind eine Subkultur. Subkultur. Subkutan. Wir sind eine subkutane Subkultur. Man verabreicht uns. Wir sind eine subkutane Suppenkultur. Suppe. Es wird Zeit für ein weiteres Der Boden ist Lava Rennen zwischen den beiden Giganten des Sprints. Dem spritzigen Cinemalex. Ich sagte Sprint, nicht Spritz, aber ist okay. Stimmt bald. Meistens bist du immer so verschwitzt, dass du dann sehr spritzig bist. Das ist immer, wenn du deine Achselhaare ausschüttelst. Hast du schön gesagt. Du kennst mich einfach zu gut. Ich bin der rote Blitz, du bist Green Arrow. Das will ich aber nicht sein. Dann bist du Schreck. Dann bin ich lieber Green Arrow. Somit wäre das Problem auch gelöst. Revindor, Jalbidoch, Nugnavalk. Oh, guter Start, sehr guter Start. Los geht's. Was ist das? Wo ist die Brücke? Ah, nein! Oh, das hat jetzt schon wieder. Das endet jetzt schon wieder. Oh, yes! Oh, komm schon, bitte! Oh, ja, ich hänge an einem Fischstand. Das ist immer ein gutes Zeichen, Cinemalex. Hier müffelt's. Da ist er im Vorsprung, weil ich einen viel zu großen Weg außenrum genommen habe. Durch diese. Du bist durch die Festung gerannt? Ich bin durch die Festung gerannt, ja. Musst du kurz kämpfen? Ah, oder? Du bist ja Hardcore. Du bist ja Hardcore. Ah, die, der drin ist deine. Deins. Und, dieses Pronomen ist dir. Oh, ich hab einen Krampf im Fuß, aber meinen echten Fuß. Ich hab einen Krampf im Fuß, aua. Lauf doch! Du wild Arschloch. So gehst du nicht weiter. Komm schon. Ich komme nicht weiter. Komm schon, du Sau! Ach, jetzt? Los, runter! Achso, auf das Ding wolltest du. Ich dachte auf das hier. Das ist doch so meins, oder nicht? Der höchste Punkt, dachte ich. Ich dachte auf diesen Schnellreisepunkt. Oh Mann, 1:1. Scheiße. Fuck. Oh. Tschüss. Warum springt der? Was war das denn? Oh. Darauf gleich mal einen Chicken Wing. Und jetzt spiel was für Cinemalex. Ah, er spielt es. Ich erinnere mich noch, wie du zu diesem Lied nackt in einem Heuhaufen lagst, dir eine Zeitschrift über den Pieselmaxen stülptest und sagtest, willst du ein Abo? Aber du wolltest nicht und ich konnte es dir nicht verübeln. Das war die Bravo Sommer. Wäre ich sehr interessiert gewesen, wie die zu dieser Zeit ausgesehen hätte. Erstmal hätte sie anders geheißen. Bravo. La Bravo. Okay, es reicht jetzt. Hör auf zu spielen. Hör auf zu spielen. Lange bevor der iPod Nano erfunden wurde, schrie Fox auf der Straße hilflose Barden an. Hör auf zu spielen, sage ich! Es war eine gute Zeit. Es war eine einfache Zeit. Herr Fox, ein junger Hüpfer. Sehr merkwürdig. Nun ist er alt und haarig und keiner mag ihn mehr. Außer Cinemalex. Dazu sage ich nur, das beängstigt mich zu tief. Halle Augsbless. Ich guck nochmal drauf. Ich glaube, man kommt tatsächlich auf den höchsten Punkt drauf. Ja, kann man. Das Gebäude habe ich schon mal gesehen.
Alles klar, dann nehmen wir deinen Punkt drauf. Such's dir aus, such's dir aus. Du kannst auch den Schnellreisepunkt nehmen, das ist auch ein guter Turm. Nein. Wenn wir uns einig sind, dann sind wir uns einig. Okay, auf den Nippel der Kuppel. Auf den Nippel der Kuppel. Genau. Und der Gewinner muss dran lecken. Der wird rostig sein. Alles vergilbtes Kupfer. Da stehst du doch drauf. 3, 2, 1. Und sie rannten davon. Wie schön, ich darf nicht hochklettern, wenn du da gerade deine hässlichen Mauken präsentierst. Weiß ich. Deswegen präsentiere ich auch immer meine hässlichen Mauken. Einfach deshalb. Hast du tatsächlich Mozartkugeln? Leider nicht. Ich habe noch niemals Mozartkugeln gegessen, ehrlich gesagt. Also, da bin ich doch sehr klassisch. Da bin ich doch sehr klassisch bei Mozartkugeln noch nie gegessen. What the fuck? Scheiße, wo ist die Brücke? Wo ist die Pimmelbrücke? Ach du Kacke, die ist hier nicht. Oh, an der Taverne noch schön einen abgesegnet. Schön. Jetzt bin ich an derselben Kackstelle, wo ich letztes Mal so geschwitzt habe. Oh. Okay, Leute, das geht, Leute, ja, das geht. Ich war einen halben Meter beim Boden, aber es geht. Es geht trotzdem, yes. Was mache ich denn jetzt hier? Wow. Okay, das war gar nicht so doof. Muss ich zugeben. Das war auch clever. Aber alles, was jetzt kommt, wird wahrscheinlich ziemlich blöd aussehen. Na. Fuck. Oh, was ist da bei hier passiert? Da zieht's in die Hälfte der Energie ab. Aber hallo. Da zieht's in die Hälfte der Energie ab, weil er ein Vollidiot ist, ey. Jetzt kommt wieder nicht mehr hoch. Scheiß auf Energie. Der Boden ist wichtig. Oh nein. Oh, nee. Oh. Entweder kriegst du gerade von einer richtig hässlichen Dirne einen gezwirbelt oder du hast einfach ein Problem. Das Lustige ist, ich habe jetzt genau neben mir außen einen Heuwagen und kletter jetzt extra außen an der Kante entlang, damit ich nicht reinfalle. Du bist doch schon oben drauf, oder? Jetzt bin ich oben drauf. Fuck. Prima! Auf den Turm. Genau. Okay. Auf den Turm rauf, auf diesen. Bis auf die Spitze. Der Wegpunkt ist daneben und wir wollen auf die Spitze. Ganz genau. Okay. 900 abgefuckte Meter. Okay. Silke Hermann Tequila. Was davon ist eins? Ihn aufhalten! Er hat aus meinem Laden geklaut! Er ist mir wieder angeklaut! Na, weil keiner helfen will, du hässliche Wittereule. Und ich bin ein Affe, ich bin ein Äffchen. Und ich hänge fest. Warum hänge ich denn jetzt fest? Warum komme ich denn jetzt hier nicht mehr weg? Ich hänge hier fest. Ich komme hier weg. Jetzt muss ich da runter. Oh, der Fox hat einen Vorsprung, einen gigantischen. Tu mal mit dem gigantischen Vorsprung, weißt du? Wenn du die Hose auspackst, dann hast du den gigantischen Vorsprung. Und jetzt, Mädels, seid ihr gefragt. Schreibt dem lieben Cinemalex unter www.dreifachdickedinger.de. DDD. Das war eine Dreifaltigkeit in seiner Dreifaltigkeit. Naja, doch. Ich bin schon. Oh, jetzt muss ich hier schon wieder diesen Penisweg gehen. Ah, ich bin schon wieder in den Heuwagen reingefallen. Genau wieder in denselben an dieser komischen Reling. Als Belohnung lade ich uns beide zum Baden ein. Ich gehe vom Zehner springen. Einfach, weil ich das Risiko liebe.
mit dem Kopf auf alten Unrat zu schlagen. Und los. Hast du das gesehen? Fox hat mich eben alten Unrat genannt.